Nein, da helfe ich dir lieber mit einem Plan gegen diese Saalfels. Ach ja? Und wie? Dem wird schon was einfallen. Du warst schon in der Schule in diesen Typ verliebt und jetzt kommen die Gefühle von damals wieder hoch. Du spinnst wohl. Siehst du, ich hab recht. Bitte nimm mich in den Arm und halt mich ganz fest, ja? Immer. Wenn ich das tue, dann lasse ich dich nie wieder los. Willst du das? Jetzt hören Sie doch auf mit diesem Schmierentheater! Sind Sie wahnsinnig? Wo hat das Spray Sie verloren? Mama, Mama, hörst du mich? Er ruft Sie einen Arzt! Verdammt, sie stirbt! Du kleines Miststück. So haben wir nicht gewettet. Es tut mir leid, aber das geht so nicht. Hey, warte, warte, wir kriegen das schon hin. Du heiratest Rosalie. Eine Beziehung zu dritt, das packe ich nicht. Ich weiß, aber irgendwie schaffen wir das. Emma! Emma, ich hab dich schon gesucht. Hallo, Felix. Was willst du? Emma, ich ertrage das nicht, wenn wir zerstritten sind, bitte. Und außerdem muss ich ein paar Sachen wegen der Modenschau mit dir besprechen. Hättest du Zeit? Lässt uns bitte mal allein. Ach so, natürlich. Er hat bestimmt besprochen, dass wir heiraten werden. Danke. Tut mir leid, Felix, aber so kann ich das nicht. Emma, bitte warte. Mama, bitte komm wieder zu dir, Mama. Belegt. Was? In der Praxis ist belegt. Frau Zastrow, können Sie mich hören? Ja, versuch's noch mal. Immer noch belegt. Verstehe, ja. Selbstverständlich nehme ich mir für Sie viel Zeit. Ja, ja, versprochen. Versprochen. Ja, natürlich. Auf Wiederhören. Wiederhören. Entschuldigen Sie. So, jetzt aber zurück zu Ihrer Schulter. Also, laut Befund sollte sie keine Probleme mehr machen. Mein Arm beginnt zu zittern, sobald ich den Bogen in die Hand nehme. Ich kann meine Kräfte überhaupt nicht mehr einsetzen. Wissen Sie, was ich denke? Es ist möglicherweise psychosomatisch. Sie meinen, mir fehlt überhaupt nichts? Das ist alles nur hier drin? Ausgeschlossen. Das ist vielleicht im ersten Moment schwerer zu akzeptieren als eine handfeste Diagnose. Ich liebe meinen Sport. Aber Sie machen sich zu viel Druck. Ich trainiere seit Jahren, Tag für Tag. Das Schießen gehört zu meinem Leben dazu. Das ist mein Leben. Ja, aber nicht alles, was man liebt, muss einem zwangsläufig auch gut tun. Und? Der Puls ist sehr schwach. Mein Gott, wo bleiben die denn? Das kann doch nicht so lange dauern, bis er in der Praxis ist und mit diesem verdammten Doktor wiederkommt. Frau Zastrow, der Doktor ist gleich da. Bitte, bitte, halten Sie durch. Sie können jetzt von einem Spezialisten zum anderen rennen. Aber ich rate Ihnen zu einer Auszeit. Beschäftigen Sie sich mit anderen Dingen. Du musst sofort mitkommen. Meine Mutter ist zusammengebrochen. Was genau ist passiert? Keine Ahnung, Ihr Herz. Sie ist bewusstlos. Kann ich irgendwie helfen? Wir reden später. Was hast du denn nur dabei gedacht? Mein Gott, nochmal, das sah aus, als ob sie... Als ob sie simuliert? Sieht so jemand aus, der simuliert? Was ist, wenn sie stirbt? Nein, das wird nicht passieren. Halt ein Wort in Gottes Ohr. Endlich. Ihr Puls ist sehr, sehr schwach. Frau Zastrow, hören Sie mich. Die Agentur meinte, wir sollen anhand der Setkarten schon mal eine Vorauswahl treffen. Aber ich finde, man muss die Models live sehen, sonst kann man doch gar nicht beurteilen, ob sie zu unserer Marke passen. Hör auf mich einzureden. Weißt du eigentlich, was du mir antust? Ja, sicher. Du heiratest Felix. Ich weiß, das ist hart für dich. Ich weiß nicht mehr, wo unten und wo oben ist. Und du erwartest von mir, dass ich zur Tagesordnung übergehe und Castings abhalte. Ich dachte, das lenkt dich ein bisschen ab. Du hast mir alles kaputt gemacht. Ich kann doch auch nichts dafür, dass ich schwanger bin. Felix ist meine große Liebe. Felix und ich, wir waren noch zusammen, als wir das Baby gezeugt haben. Und du weißt ganz genau, wie sehr ich ihn brauche, wenn er sich jetzt nicht offiziell... Halt deinen Mund! Ich kann's nicht mehr hören.
Such deine verdammten Models alleine aus und lass mich einfach nur noch in Frieden, Rosalie. Frau Zastro, hören Sie mich. Sie kommt zu sich. Mama, wie geht's dir? Ich hole das Wasser, ja. Du hast mir einen ganz schönen Schrecken angejagt. Mach das nie wieder. Ich bin um Jahre gealtert. Du musst ins Krankenhaus. Das denke ich nicht. Aber in den nächsten 2 Stunden sollte sie unter Beobachtung bleiben. Hier ist das Wasser, Frau Zastro, bitte. Frau Zastro, warum haben Sie das Notfallspray nicht benutzt? Sie wissen doch, dass Sie das jederzeit bei sich tragen müssen. Ich hatte es dabei. Aber? Ist heruntergefallen und ich bin blöderweise darauf getreten. Ein dummes Missgeschick. Ich nehme Sie gleich mit in meine Praxis. Ich möchte zur Sicherheit ein EKG durchführen. Dann war es das also. Hey, was sieht das hier? Ich kann nichts dagegen machen. Ich will noch nicht sterben. Es kann noch nicht alles schon zum Ende sein. Das ist es nicht. Emma, hör zu, wir kommen hier raus, okay? Mir fällt bestimmt was ein. Wer zuerst an dem Häuschen da vorne okay. ist. Hey, du fährst in der Mitte. Ja. Erste! Also hier. Es ist schön hier. Wie geht's meiner Schwester? Sie ist über den Berg. Hör zu, du brauchst dir keine Sorgen machen. Wirklich, sie hat gut geschlafen, das Fieber ist auch weg. Dann hat ihr deine Nähe also gut getan? Ja, offensichtlich. Du weinst ja. Was ist denn los? Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich will das Leben des Kindes nicht länger aufs Spiel setzen. Okay, worauf willst du hinaus? Felix, es gibt keine Alternative. Ich trenne mich von dir. Freut mich, aber wie geht's dir denn? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wieso? Was ist passiert? Das Schlimmste, was passieren konnte. Oh. Jetzt muss ich mich erst mal setzen. Bist du auch so schlapp? Oh, mein. Emma, das kann man ja gar nicht mehr mit ansehen. Mädchen. Solltet ihr nicht noch mal miteinander reden, du und der Felix? Hm? Haben wir schon. Es wird doch alles wieder. Er heiratet Rosalie. Was? Wegen des Kindes. Lieber Ben, nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Ich bin sehr froh, dass dein Onkel mich verteidigen wird. Deine Unterstützung und dein Vertrauen in mich geben mir die Kraft, weiter durchzuhalten. Das bedeutet mir sehr viel. Deine Mutter. Na, ein Liebesbrief von der Mami aus dem Knast? Und?
Freut sie sich über den Anwalt? Hat dich irgendjemand auf ein Gespräch eingeladen? Man wird doch wohl noch fragen dürfen. Schließlich bin ja ich diejenige, die den guten Bachmeier sponsert. Ist irgendwas Bestimmtes? Warum denn so aggressiv? Ich wünschte, ich hätte mich niemals auf dein Angebot eingelassen. Du hast ein schlechtes Gewissen und lässt es an mir aus. Hast du denn überhaupt kein Mitgefühl mit deiner Schwester? Doch, natürlich. Ich bin doch kein Unmensch. Warum hörst du nicht einfach auf mit dieser Scheinschwangerschaft? Warum sollte ich? Ich stehe kurz vor meinem Ziel. Wie kann man nur so egoistisch sein? Also an deiner Stelle wäre ich lieber still. Oder kannst du den Anwalt auf einmal selbst bezahlen? Wenn du unser kleines Geheimnis ausplauderst, dann versauert deine Mami für immer im Knast. Und im Übrigen, wer so eine Heilige als Mutter hat, der sollte besser nicht über andere richten. Wir sollten doch ins Krankenhaus fahren. Nichts gegen Michael, aber sicher ist sicher. Mir geht's gut. Dank dir. Du hast mich gerettet. Ich hab dich erst in die Situation gebracht. Schließlich war es meine Idee, dieses Theater den Saalfelds vorzuspielen. Ja, du konntest ja nicht ahnen, dass er so aus der Haut fährt und mein Spray zerstört. Ja, wir haben ihn eiskalt erwischt. Und in seiner Angst, alles zu verlieren... Hat er überreagiert. Wir sind auf dem richtigen Weg, Lukas. Bist du völlig übergeschnappt? Das Theater hätte auch nach hinten losgehen können. Du hättest sterben können. Ach, ich hätte schon x-mal sterben können, aber irgendwie macht sie immer wieder weiter, meine kleine arme Pumpe. Wie kann man das nur auf die leichte Schulter nehmen? Weil die Sache jetzt ins Rollen kommt. Ich sehe eine wunderbare Zukunft vor uns, in der Gerechtigkeit großgeschrieben wird. Der Fürstenhof ist unser Zuhause. Rein rechtlich gesehen gehört der Fürstenhof immer noch Charlotte und Werner Saalfeld. Ja, aber hast du ihr schlechtes Gewissen gesehen? Ja. Ja, ist doch eine wunderbare Ausgangssituation. Ja, der Saalfeld schuldet dir was, das ist klar, nach der Aktion mit dem Spray. Das war großartig, wie du ihn an seinem Geständnis gehindert hast. Du wirst sehen, wir bekommen, was uns gehört. So. Und jetzt möchte ich einen Champagner. Vergiss es. Einen Orangensaft kannst du haben. Du hättest den Sastro mal erleben sollen. Der ist dermaßen impertinent geworden. Er will sich eben für seine Mutter einsetzen. Und als Krönung kam ihr Auftritt als Edelmut in Person. Da ist mir der Hut hochgegangen. Er wäre deswegen das Herzbret zu zerstören. Sie hätte sterben können. Ach, der Anfall wirkte so einschüchternd. Ich dachte, es wäre alles fingiert. Na bitte, hör auf. Sie weiß also von der Verwechslung. Wenn es eine gibt. Hast du es wirklich getan? Hast du uns wirklich vertauscht? Zuzutrauen wäre es ihm. Aber ich bete, dass dem nicht so ist. Aussortiert wegen eines Herzfehlers. Grausam. Dein Mitleid wird dir bald vergehen. Ich fürchte nämlich, die Zastro und ihr Sohn wollen dein Erbe. Unser Hotel. Musst du immer gleich das Schlimmste annehmen? Musst du immer an das Gute glauben? Wie viel Ärger hat uns deine Naivität schon eingebracht? Mit Sicherheit weniger als deine diversen Machenschaften. Was sollen wir denn tun? Zur Tagesordnung übergehen? Wir können nicht ignorieren, was wir wissen. Aber ist das, was wir zu wissen glauben, auch die Wahrheit? Da kann doch jeder kommen und sagen, er sei ein verwechselter Balg. Wir werden es herausfinden. Nein, ich werde es herausfinden. Es geht um dieses Hotel, ja. Aber in erster Linie geht es um mich, um meine Identität. Was hast du vor? Was ich schon längst hätte tun sollen. Ich werde ein offenes Gespräch mit Frau Zastro führen. Du weißt, dass ich sehr für geordnete Verhältnisse bin. Aber wir leben doch nicht mehr im vorigen Jahrhundert. Felix wurde doch selbst weggegeben. Und deshalb will er unbedingt, dass sein eigenes Kind von Anfang an ein richtiges Zuhause hat. Frau Sonnenbichler,
Ich hätte doch selbst so gern einfach nur mal an mich gedacht und ohne Rücksicht eine total egoistische Entscheidung gefällt. Ja, aber wenn du das machst, hast du gleich das schlechte Gewissen im Gepäck. Eben. Und deshalb gibt's auch keine andere Lösung als diese. Oder? Es gibt so viele glückliche Patchwork-Familien. Und auch solche, wo irgendein Ehepartner die Kinder aus erster Ehe mit hingebracht hat. Für sowas ist Rosalie zu labil. Und Felix, das ist sein erstes Kind. Und er hat sich doch immer welche gewünscht. Ja, aber doch nicht von so einer Frau. Es geht ihm nur um das Baby. Um sein Baby. Vielleicht wird sie ein kleiner Felix. Wissen Sie, ich hatte mir schon ausgemalt, wie es ist, wenn wir zusammen alt würden. Wir hätten ein kleines Häuschen mit eigenem Garten. Und da würden wir dann zusammen sitzen und uns gegenseitig necken. So wie Sie und Ihr Mann. Ich wollte doch mein ganzes Leben mit ihm teilen. Weiter runter gehe ich nicht. Überlegen Sie sich's. Ich habe noch zwei andere Interessenten. Danke, wiederhören. 70.000, ich glaube, der spinnt. Na, Geldprobleme? Nein, blöde Frage. Wie geht's deiner Mutter? Besser, zum Glück. Das freut mich. Tut mir leid, dass ich gerade so unfreundlich war. Angesichts der Umstände verzeih ich dir. Halt mal. Schau mal, was ich gekauft habe in dem kleinen Laden um die Ecke. Tada! Die habe ich geliebt. 5 Pfennig haben die gekostet beim Buchen um die Ecke. Schenk ich dir. Als kleine Aufheiterung. Die ganze Tüte? Mhm. Und du? Ich hab die hier. Mäusespeck. Du hast ja keine Ahnung, was gut ist. Danke. Und wie geht's dir? Mir wieso? Du warst halt beim Arzt. Falsches Thema. Hallo. Hey. Hast du noch keinen Feierabend? Ich mache hier nur noch die Bänke fertig. Kann ich dir helfen? Nein. Emma, du siehst müde aus. Du solltest besser nach Hause gehen. Zu Hause fällt mir doch nur die Decke auf den Kopf. Entschuldige. Weißt du, ich wollte nie jemandem wehtun. Dabei habe ich alles falsch gemacht. Und jetzt muss ich damit leben. Emma. Nein, bitte keine guten Ratschläge. Ich will einfach nur traurig sein dürfen. Ich muss dir was erzählen. Morgen, bitte. In Ordnung. Das war sowieso nicht wichtig.
So, bitte sehr. Der Kaffee und die Pralinen kommen gleich. Und wegen der Besprechung sage ich Herrn Saalfeld Bescheid. Das ist nett. Danke sehr. Bitte sehr. Die arme Emma. Du hättest sie sehen sollen. Sag mal, Hildegard, hast du geweint? Ach, das hättest du auch. Wo ist denn die Emma jetzt? Ich habe ihr gesagt, sie soll nach Hause gehen, aber sie wollte nicht. Sag mal, wie kann der die heiraten? Die Engel? Von wegen Engel. Ein verlogenes. Psst. Ist doch wahr. Glaubst du, ich krieg da eine solche Wut? Wieso muss ausgerechnet die schwanger sein? Ist es überhaupt sicher? Ja, da gibt's ja schließlich diese Ultraschallbilder. Herr Saalfeld, das hat gerade ein Kurier für Sie abgegeben. Die Visitenkarte. Danke. Und Herr und Frau Sauter sind auf Ihrem Zimmer und würden gern mit Ihnen das Bankett für die silberne Hochzeit besprechen. Heute nicht. Ja, und was soll ich denen jetzt sagen? Egal. Egal. Dem geht's doch ganz genauso schlecht. Alfons, du musst mit ihm reden, von Mann zu Mann. Ich? Nein. Also wenn einer diese unglückselige Hochzeit mit dieser Rosalie noch verhindern kann, dann bist du das. Ach nein, mich in persönliche Angelegenheiten einmischen, Hildegard, du weißt, wie zuwider mir das ist. Alfons, es geht um Emma und es geht um zwei Menschen, die zusammengehören. Also in diesem Fall musst du eben deine hehren Grundsätze etwas zurückschrauben. Hm. Eigentlich war der Unfall gar nicht so schlimm. Umso mehr nervt es mich, dass ich immer noch nicht richtig trainieren kann. Obwohl du es mit aller Macht versuchst. Vielleicht will ich es zu sehr. Was sagt denn Dr. Niederbühl? Puh, jetzt bin ich aber voll von dem Zeug. Hast du auch die ganze Tüte aufgegessen? Schlechte Versuche abzulenken. Was hat er gesagt? Er sagt, das Problem sitzt hier. Psychosomatisch. Hm. Er meint, dass ich keine Kraft habe, liegt daran, dass ich blockiert bin. Hm. Wie sieht's aus? Bereit für einen kleinen Psycho-Crashkurs? Was? Ich löse deine Blockade. Und zwar, du denkst an all die schlimmen Sachen, die ich dir in unserer Schulzeit angetan habe. An all die Beschimpfungen, die Beleidigungen und dann... Und dann? Dann verpasst du meine mit deiner ganzen Kraft. Das kann ich nicht. Schau mal, wie sie da sitzt, da mit ihrer Schneekette im Mund. Oh, gut, ist das herzlich. Ja, und dann, oh, ist da Müsli noch zwischen deinen Zähnen. Das schaut da grausenhaft aus. Und die Haare erst, meine Güte, die Haare, als ob deine Ratte dazwischen genistet hätte. Das mit den Haaren nimmst du zurück. Das mit den Haaren nimmst du zurück. Na geh, bist du jetzt traurig, dann wein doch. Na wein doch, Walross. Na geh, ja, und was ist los? Da hau mich doch, wenn du dich traust. Na komm. Also... Also, nach einer Blockade schaut das für mich nicht aus. Komm, darauf trinken wir. Nur wenn du das mit den Haaren zurücknimmst. Nach dem Schlag? Sind wunderschön. Vielen Dank. Darf ich mich setzen? Bitte. Wie geht es Ihnen? Gut. Ich habe Ihnen wohl einen mächtigen Schrecken eingejagt. In der Tat. Das ist mir entsetzlich unangenehm. Ich bitte Sie. Meinem Ex-Mann muss es unangenehm sein. Sein Verhalten ist unverzeihlich. Na, er hat die Lage einfach etwas unterschätzt. Aber die ganze Situation ist ja nicht so glücklich. Ich kann es verstehen, wenn jemand überreagiert. Die sind sehr großzügig. Noch.
Wir sollten nicht um den heißen Brei herumreden. Die Frage ist, ob wir überhaupt darüber reden sollten. Unbedingt. Seit wann wissen Sie von der mutmaßlichen Verwechslung? Dr. Niederbühl Senior hat mir kurz vor seinem Tod davon erzählt. Warum sind Sie nicht sofort zu mir gekommen? Ja, was hätte das denn gebracht? Unser beider Leben ist eben so, wie es ist. Aber wir können doch nicht so tun, als hätten wir nie davon erfahren. Warum denn nicht? Ich muss wissen, ob es stimmt. Ich muss wissen, wer mein Vater ist. Ob mein ganzes Leben auf einer Lüge aufgebaut ist. Und was ist, wenn es wirklich so ist? Was, wenn wir wirklich vertauscht wurden? Wie wollen wir damit umgehen? Es gibt nur eine Lösung. Ja. Herr Sonnbichler, wenn es wieder um die silberne Hochzeit geht... Nein, es handelt sich um eine persönliche Angelegenheit. Okay, was haben Sie auf dem Herzen? Es geht um Emma. Wenn es um Emma und mich geht, darüber will ich nicht reden. Die Emma wohnt bei uns. Sie ist fast sowas wie eine Tochter. Und wir machen uns halt Sorgen. Ah, und weiter? Ich weiß, es steht mir nicht zu, aber ich würde Ihnen gerne einen Rat geben. Gut, geben Sie mir einen Rat. Heiraten Sie Frau Engel nicht. War das alles? Es wäre ein großer Fehler. Egal, was ich mache, es wird immer ein Fehler sein. Entweder ich heirate die Frau, die ich nicht liebe und habe damit Zugriff auf mein Kind, oder aber ich heirate sie nicht und ich verliere mein Kind. Haben Sie eine bessere Lösung? Nein, ich habe keine. Dann sehen Sie, wie es mir geht. Entschuldigung, ich hätte mich nicht einmischen sollen. Herr Sonnbichler. Es ist nicht nur Emmas Herz, das bricht. Es ist auch meins. Ach du. Na, das ist doch mal ein Empfang. Erwartest du einen roten Teppich? Nein. Aber vielleicht ein bisschen Aufklärung. Zum Beispiel, warum Frau Zastrow in deinem Büro zusammengebrochen ist. Oh, ist sie das? Spiel mir doch nichts vor. Da ist ja seit Tagen was im Busch. Und ich werde erst wieder aufstehen, wenn du mir sagst, was es ist. Tja, dann bleibst du eben sitzen. Nur zu deiner Information, das Hotel ist ausgebucht und ich werde dringend in der Küche gebraucht. Und außerdem bin ich dein Bruder. Tja, wer weiß das schon. Vielleicht wurdest du wieder als Baby vertauscht. Das könnte dir so passen. Ich habe mit ihr geredet. Mit wem? Sie hat sich zu einem Gentest bereit erklärt. Könntest du mich vielleicht aufklären? Würdest du uns bitte allein lassen? Jetzt, wo es so spannend wird. Früher oder später wissen es sowieso alle. Es könnte sein, dass Frau Zastrow und ich bei der Geburt vertauscht wurden. Das ist ein Witz. Ich bin's. Ah. Und? Ist die Emma da? Die hat sich hingelegt, die ist auf ihr Zimmer gegangen. Was hat der Felix gesagt? Ihm geht's genauso schlecht wie ihr. Kann ich dir was helfen? Nein, komm, jetzt setz dich mal hin und erzähl mir. Ich habe ihm gesagt, er macht einen Fehler, wenn er die Engel heiratet. Aber wenn er den Fehler nicht macht, sagt er, dann macht er einen anderen und der wiegt genauso schwer. Hast ihn nicht überzeugen können. Ich bin sicher, du hast alles versucht. Ja. Also, ich habe wirklich großen Respekt vor den beiden. Weißt du, Hildegard, heutzutage, wo jeder sich nur selbst verwirklichen will, ohne Rücksicht auf Verluste und das eigene Glück als die oberste Maxime gilt, da treffen zwei Menschen so eine Entscheidung.
Zornbichler? Ah, Johann. Das ist aber schön, dass du anrufst. Ja. Ja, ich. Ich weiß, wie verzweifelt er ist. Da bin ich ganz deiner Meinung. Mit dieser Frau rennt er ins Verderben. Ja. Mit ihm reden. Ja, das habe ich schon versucht. Leider ohne Erfolg. Dass du damals meinen Turnbeutel ins Klo geschmissen hast, das verzeih ich dir nie. Das war ich gar nicht. Und was war mit dem Rad? Irgendwann hing nur noch der Rahmen am Schloss und die Räder fehlten. Okay, aber du musst zugeben, das war lustig. Nicht für mich. Ja, selber schuld, wenn du mich Pickelheini nennst. Pickelheinz? Das war mein erster und einziger Pickel. Da war ich sehr empfindlich. Ich weiß noch, wie alle auf dem Schulhof gelacht haben. Du warst immer so lustig, wenn du dich aufgeregt hast. Wie ein kleines Feuerwerk. Anzünden und bumm. Du bist abgegangen wie eine Rakete, echt. Ich hatte Albträume deinetwegen. Ja, konnte ich ja nicht wissen. Na, und hätte das was geändert? Nein. Irgendwie habe ich das damals schon geahnt. Was? Dass wir mal in einem Hotel sitzen und unsere gemeinsame Vergangenheit aufarbeiten? Dass du mal so hübsch wirst. Du versuchst, dich mit Komplimenten zu rehabilitieren. Ziemlich billig. Das habe ich ernst gemeint. Darf es noch ein Dessert sein? Nein, danke, ich platz gleich. Aber du könntest die Rechnung fertig machen. Das übernehme natürlich ich. Und bringen Sie bitte eine Flasche Champagner. Zum Mitnehmen. Sehr gern. Wieso? Hast du noch was vor? Der Abend ist noch jung. Für wen? Für uns beide. Und wovon träumst du nachts? Davon, meine Gräueltaten wieder gut zu machen. Bitte. Soll ich dir was zu essen bestellen? Na, danke. Hast du besondere Gelüste? Schokolade, Gurken. Grüne Äpfel, frisch und sauber. Bedien dich, bitte. Danke. Felix, danke auch, dass du mich gefragt hast, ob ich wieder hier einziehen möchte. Ich habe dir versprochen, mich um das Kind zu kümmern. Das ist nur konsequent. Wo soll ich denn schlafen? Im Gästezimmer. Wo sonst? Ich gehe was essen. Du willst wirklich nichts? Na, danke. Felix, du wirst es nicht bereuen, dass ich wieder hier angezogen bin. Hallo André, du arbeitest noch? Einer muss ja. Ja, schau, ja, schau, ein edles Tröpfchen. Was soll denn das werden, hm? Eine gepflegte Konversation? Da komm, hol dir ein Glas und setz dich. André, ich war in der letzten Zeit nicht gerade freundlich zu dir. Sind das nicht unsere normalen Umgangsformen? Aber du weißt ja auch jetzt, warum. Ich halte diese Vertauschungsgeschichte für viel zu abenteuerlich, um glaubwürdig zu sein. Sie ist zu abenteuerlich, um erfunden zu sein. Du meinst, da ist wirklich was dran? Naja, Charlotte scheint das alles ganz schön an die Nieren zu gehen, so wie man sieht. Sie wird bereits von Schuldgefühlen geplagt, du kennst sie ja. Ja, sie hat eben ein großes Herz. Zu groß. Nein, ich habe mich ja nicht umsonst damals in sie verliebt. Na, dieses Kapitel gehört ja zum Glück der Vergangenheit an. André, wir haben ein ernstzunehmendes Problem. Ja, ist mir schon bewusst. Kann ich dir irgendwie helfen? Diese Person, diese Rozastro, die ist mir zu edelmütig, zu bescheiden, zu hintergründig. Das macht einen Menschen wie dich natürlich äußerst misstrauisch. Soll ich ein bisschen auf dem Zahn fühlen? Und wie? Ja, ich. Ihr Alter noch ganz schön attraktiv. Also bevor du als Witwentröster auf die Bühne trittst, dann lass uns doch erstmal den Gentest abwarten. Aber es ist doch überhaupt kein
Genmaterial für den Abgleich da. Ihr Vater ist doch schon lange tot. Doch, Charlotte hat noch eine Haarlocke von ihrer Schwester Elisabeth. Die bewahrt sie in einem Medaillon auf. Das könnte funktionieren. Vorausgesetzt, Elisabeth ist eine echte Saalfeld. Wer weiß, vielleicht hat der alte Wickerl alle seine Töchter vertauscht, die krank und hässlich waren. Komisch, was? Das muss wohl an meinen liegen. Also, ich wünsche Charlotte wirklich von ganzem Herzen, dass sich das alles als ein Missverständnis entpuppt. Ja, das wünschen wir uns alle. Wieso hast du dich eigentlich für Bogenschießen entschieden? Weil ich gut darin bin. Bewundernswert. So lange an ein und derselben Tätigkeit festhalten. Tagtäglich den inneren Schweinehund überwinden. Und immer das gleiche Ziel vor Augen. Danke. Und du? Angst davor, dich festzulegen? Vielleicht. Was ist dir wirklich wichtig? Aber nicht lachen. Meine Mutter. Sie hat einen angeborenen Herzfehler. Hast du eine Ahnung, was das für uns Kinder bedeutet hat? Du fühlst dich für sie verantwortlich. Ja. Du wächst mit dem Gefühl auf, die Mama kann jederzeit sterben. Du lebst in ständiger Ungewissheit. Und deine Geschwister? Wir haben uns abgewechselt. Einer war immer in ihrer Umgebung. Sie wirkt gar nicht so krank. Sie hat gelernt, damit umzugehen, wie wir alle. Du bist gar nicht so übel. Habe ich auch nie behauptet. Und danke, dass ich dich heute schlagen durfte. Das hat gut getan. Gern geschehen. Oh. Ach, ich bin furchtbar müde. Dann werde ich jetzt wohl gehen. Nein, ich will noch nicht schlafen. Ist es okay, wenn ich mich hier ein bisschen hinlege? Klar. Und du erzählst mir, warum ihr Jungs alle so in Christine verschossen wart. Nur weil sie sich schminkte und Körbchengröße C hatte? Christine durfte mit dem Auto ihres Vaters fahren. Ein Sportwagen, du erinnerst dich? Darum ging es? Um ein Auto? Darauf wäre ich nie gekommen. Solche Sehnsucht nach dir. Ich will dich nicht mehr verlieren, hörst du? Nie wieder. Nie wieder. Emma. Es tut mir leid, aber das geht so nicht. Hey, warte, wir kriegen das schon hin. Du heiratest Rosalie. Eine Beziehung zu dritt, das packe ich nicht. Ich weiß, aber irgendwie schaffen wir es. Emma! Ich habe das Richtige getan. Sonst würde ich Felix um sein Kind bringen. Felix, ich liebe dich so sehr. Ich habe mal Licht durch den Türschlitz gesehen. Ist alles okay? So sehr.
Morgen. Was machst du da? Nur ein kleines Frühstück. So, wann bist du schon auf? Seit 2 Stunden. Ich schlafe zurzeit nicht so gut, aber im Gegensatz zu den letzten Nächten habe ich wenigstens überhaupt geschlafen. Daher ist alles in Ordnung. Frisch gepresster Orangensaft. Ja, du bist für mich da und ich möchte auch für dich da sein. Damit wir es wenigstens schön haben. Weißt du, die ganze Situation ist ohnehin so kompliziert. So, und jetzt gehe ich schnell runter und hol Croissants. Die Küche meinte, dass sie genau in 2 Minuten fertig sind, frisch aus dem Ofen. Lass mich das machen. Nein, ich kann schon. Ich muss sowieso runter. Mensch, Hendrik, wann gewöhnst du dir endlich an, deinen Schlüssel mitzunehmen? Hallo, Annika? Lukas? Was willst du denn hier? Dir einen wunderschönen guten Morgen wünschen. Ich bin gerade erst aufgestanden. Hör auf zu jammern und mach die Tür auf. Ich dachte mir, du brauchst wieder ein ordentliches Frühstück. Bist du mehr der Müsli- oder der Orangensaft-Typ? Ich hab beides dabei. Marmelade, Orangensaft. Ich hab gar keinen Hunger. Aber Durst. Danke. Sag mal, hast du die ganze Nacht auf dem Sofa geschlafen? Wieso? Das Nest auf deinem Hinterkopf schaut süß aus. Ich wollte eigentlich heute früh joggen gehen und duschen und meine Zeitung lesen. Mhm. Vor allem in Ruhe und allein. Aber jetzt bin ich ja da. Ja, aber du kannst auch gleich wieder gehen. Dann müsstest du mich aber hinauswerfen. Das wäre sehr unhöflich von dir. Du bist immer noch Lukas Zastro, der Horror meiner Schulzeit. Ich habe überhaupt kein Problem damit, unhöflich zu dir zu sein. Und ich dachte, du hättest dieses Trauma längst überwunden. Bloß weil du mir Champagner mitbringst und ein paar nette Worte sagst, sind wir nicht gleich beste Freunde. Wieso nicht? Vorschlag. Ich koche uns beiden einen Kaffee und du gehst duschen. Und während das Wasser über deinen Luxuskörper perlt, denkst du darüber nach, ob du mich weiterhin hassen willst oder mit mir frühstückst. Einverstanden? Das Kaffeepulver ist rechts im Schrank. Was bist du für ein Sternzeichen? Krebs. Willst du vielleicht dein Horoskop hören? Bitte nicht. Hotel Fürstenhof, Rezeption. Ja, Frau Dr. Nirschl, ich grüße Sie. Ja, ich kläre das ab und rufe Sie dann zurück. Alles klar. Emma. Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Ich bin okay. Ich bin nicht okay. Felix? Ich muss dir etwas sagen. Ich verlasse den Fürstenhof. Ich gehe zurück zu meinem Vater. Ich halte es hier nicht aus. Es ist das Beste für uns. Für uns alle. Zu welchem Entschluss bist du gekommen? Dass ich dir keine 5 Minuten über den Weg traue. Danke für das Frühstück, nett von dir. Nett? Ja, nett. Vorhin hatte ich ja keinen Hunger, aber das konntest du ja nicht wissen. So, tschüss. Ich soll wirklich gehen? Mhm. Gut, aber nur unter einer Bedingung. Ohne Bedingung. Einen schönen Tag wünsche ich dir noch. Man sieht sich. Bevor ich gehe, möchte ich... Nein, keine Spielchen, kein Champagner, keine Verabredung.
Gestern hättest du mich beinahe eingewickelt. Ein Kuss und dann bin ich weg. Was? Das hättest du wohl gern. Möchtest du nicht wissen, wie es sich anfühlt? Nein. Doch. Wozu? Das wolltest du schon damals. Mit deiner süßen Zahnspange. Quatsch. Ich muss wissen, wie es sich anfühlt. Dann bin ich weg, versprochen. Man sieht noch gar nichts. Ich habe noch gar nichts Richtiges gegessen. Oh, Erdbeeren. Ist das alles, was geboten wird? Der Hauptgang kommt, wenn wir dem Zimmerservice Bescheid sagen. Oh la la. Wie die duften. Möchtest du auch? Köstlich. Sag mal, was soll das? Ich dachte, wir machen das Beste aus unserer Lage. Das Beste? Ja, wir hatten doch immer viel Spaß miteinander. Soll ich mich für die Hochzeitsnacht aufspannen? Glaubst du, ich habe Lust auf dich und deine Spielchen? Geh ins Gästezimmer und zieh dir sofort was an. Die hat sicher die ganze Nacht kein Auge zugetan. Weil du gestern einen Herzanfall hattest. Weil sie mir mein Leben gestohlen hat. Ihr Vater, nicht sie. Der alte Niederbühl ist tot. Und er hat es nicht zu dir gesagt, sondern zu Frau Zastrow. Wir waren nicht dabei. Vielleicht hat sie sich das alles nur ausgedacht. Gib Prinzess Dirndl nicht auf, bitte. Warum bist du so engagiert? Hast du Angst um Victorias Geld? Glaubst du, dass sie die 70.000 aus eigener Tasche zahlen muss? Das ist nicht fair. Trophäen sammeln, weißt du? Lukas, wann wirst du erwachsen und hörst dieses ewige Spiel mit den Frauen endlich auf? Tu das nicht. Mach dir nicht alles kaputt. Du schadest dir nur selbst damit. Na und? Wen interessiert das? Ist doch sowieso schon alles egal.